Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tillan, hat mich wieder für euch in The War of Finn unterwegs und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Videoguide präsentieren. Heute geht's um mal ein bisschen was anderes und zwar für die Leute, die ein paar Titel gerne auch sammeln. Dafür gibt's jetzt im Geburtstagsevent von World of Warcraft einen ganz netten Händler. Da können wir uns quasi fast for free 15 Titel holen, die jetzt vielleicht nicht so einfallsreich sind, aber... Es gibt ein paar Punkte auf Data for Azeroth, wenn ihr auf der Seite unterwegs seid. Und zwar sind wir auf den Koordinaten 63, 50 vor der Höhlen der Zeit. Und dort ist ja aktuell dieses Geburtstagsevent. Es gibt hier auf der linken Seite einen Goblin, den Notar. Und der verkauft uns für jeweils 100 zeitversetzte Abzeichen einen Titel. Und diese Titel, die sind alle relativ ähnlich. Und zwar Enthusiast von Classic, Enthusiast von Nordend, Pandaria, Verheerte Inseln, Kultiras. Dann haben wir die Scherbenwelt, Kataklysmus, Draenor. Dann Zuldazar, dann die Schattenlande. Dann haben wir hier einmal die Dracheninsel, Wanderer der Grizzlyhügel. Okay, das ist jetzt ein bisschen anders. Dann Schürfer der... Des geschmolzenen Kerns haben wir hier, Absolvent von Karasan und Überlebender der Pestländer. Wobei die letzten vier sind eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Die am Anfang, die sind halt alle relativ generisch gleich, ne? Da hat sich der Praktikant nicht so viel überlegt. Wir kaufen uns die alle. Insgesamt braucht er halt 1500 Zeitwandler-Marken. Ist jetzt nicht sonderlich teuer, würde ich behaupten. Und dafür gibt es einen Haufen nette Titel. Wie gesagt, wenn ihr auf der Seite Data for Azeroth unterwegs seid und da Punkte hochbekommen wollt, dann ist das eine nette Sache. Oder wenn ihr allgemein einfach Sachen versucht zu vervollständigen, ist das, denke ich mal, auch nicht sonderlich verkehrt. Genau, das war es eigentlich schon, was ich euch zeigen wollte. Kann man leicht übersehen und vielleicht für den einen oder anderen ganz praktisch. Jetzt muss ich gerade gucken. Komischerweise zeigt mir jetzt All the Things an, dass ich erst 50% davon habe. Vielleicht gibt es da sogar noch irgendwas, was man weitergehend machen muss. Moment, schauen wir mal, wenn ich den update. Ah, okay. Also wenn ihr All the Things benutzt, einmal updaten, dass ihr dann auch tatsächlich den Titel gelernt habt. Juti, das war es eigentlich soweit mit dem kleinen Video. Falls ihr jetzt nicht wisst, wie ihr Titel einblenden könnt, ne, hier in der Charakterübersicht, wenn ihr hier unten auf das Charakterinfo-Porträt klickt, habt ihr in der Mitte ein Feld mit Titeln und da könnt ihr dann eure neu gekauften Titel quasi einmal auswählen. Müsst einfach nur draufklicken und dann könnt ihr hier den Haken setzen. Genau, das war es eigentlich soweit mit dem kleinen Guide-Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat das geholfen und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tillan, bis dahin, ciao.